Ich bin Lena Meyer-Hein, Professorin hier am Deutschen Krebsforschungszentrum und auch Direktorin vom Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen Heidelberg. Die übergreifende Fragestellung ist, wie man Methoden der künstlichen Intelligenz, KI, für die Chirurgie einsetzbar machen kann. Tod nach chirurgischem Eingriff ist einer der häufigsten Todesursachen tatsächlich weltweit. Und das liegt an verschiedensten Aspekten, aber eben auch an der begrenzten chirurgischen Wahrnehmung. Also Sie müssen sich jetzt vorstellen, wenn eine minimalinvasive Operation beispielsweise durchgeführt wird, dann sieht der Chirurg erstmal relativ wenig. Wenn wir jetzt an die Kameras denken, die für die minimalinvasive Chirurgie genutzt werden, dann haben die Kamerahersteller eben überlegt, wie kann ich die Auflösung immer weiter verbessern, aber dass man sich vielleicht damit beschäftigt, nicht die menschliche Wahrnehmung zu imitieren. Und das kann man natürlich insbesondere dann, wenn man dann digitale Bildverarbeitung macht. Wir haben dann unserer Kenntnis nach die erste Kamera bzw. das erste System entwickelt, mit dem man live Informationen über den Gewebezustand während einer Operation bekommt. Wir haben jetzt sozusagen einen ganz neuen Blick in den Körper. Wir können wirklich quantifizieren, wie ist die Sauerstoffsättigung, wie ist das Blutvolumen. Wir haben jetzt auch eine ganz spannende Studie abgeschlossen zu Sepsiserkennung. Und wir haben jetzt etwa 400 Patienten zusammen mit unseren klinischen Partnern am Uniklinikum Heidelberg untersucht und können eben zeigen, dass wir auch mit dieser Technik Sepsis im Frühstadium erkennen können. Chirurgie ist ja letztlich ein Thema von großer sozioökonomischer Relevanz. Wir haben extrem viele Komplikationen, extrem viele Todesfälle auch, gerade wenn man weltweit guckt. Und wenn man eben Methoden findet, um die Chirurgie sicherer zu machen, hätte das eben zum einen in Deutschland, aber auch gerade weltweit einen riesigen Einfluss. Statistisch gesehen wird jeder hier in Deutschland mehr als einen endoskopischen Eingriff haben zur Tumordiagnose, zum Screening oder zur Therapie. Und wenn wir die Bildgebung wirklich nachhaltig verbessern, dann können wir dafür sorgen, dass diese Eingriffe ohne Komplikationen ablaufen, dass der Tumor vollständig entfernt wird und dass wir Tumoren eben frühzeitig erkennen.